Danke, Herr Präsident, Herr Minister, Kollegen im Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause. Warum sind wir heute hier? Wir sind heute hier, weil diese Regierung leider unfähig ist. Unfähig, etwas zu planen und unfähig, etwas umzusetzen. Danke. Es ist meine Redezeit, bitte. So, diese Regierung bricht die Verfassung am laufenden Band. Sie sperrt die Bürger ein und sie sperrt die Geschäfte zu. Sie schädigt die Wirtschaft nachhaltig. Schwarz-Grün hält unsere Kinder von der Bildung fern. Sie drangsaliert sie dann wiederum mit Masken und schädigt unsere Kinder in der Psyche durch das Social Distancing, das übrigens auch für alle Erwachsenen problematisch ist. Diese Regierung schädigt die Gemeinden finanziell und bietet ihnen dann als Ausgleich einen Kredit an. Schwarz-Grün nimmt Hunderttausende zusätzliche Arbeitslose in Kauf und produziert unzählige Firmen- und Privatinsolvenzen. Kurz und Nehammer kriminalisieren das eigene Volk. Kurz, Anschober und Co. sind verantwortlich, dass es keinen Schutz im Herbst für die vulnerablen Gruppen gab, besonders verwerflich, weil es keinen Schutz in den Altersheimen und Pflegeeinrichtungen gab. Diese Regierung kauft entweder überteuerte Tests oder schadhafte Masken. Und jetzt, meine Damen und Herren von der Regierung, sind sie unfähig, jene Menschen, die sich gern impfen lassen würden, diese Impfung auch zu ermöglichen. Kurz und Co. haben unzählige Male das Ende des Lockdowns angekündigt und versprochen und dann gleich wieder gebrochen. Die Regierenden haben unzählige Male das Gegenteil von dem behauptet, was dann letztendlich tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde. Und Kurz hat die Unwahrheit gesagt, als es um den Lockdown jetzt in Südtirol ging, nur darum, dass er bei uns die Schulen geschlossen halten kann. Die versprochenen Gratismasken fehlen großteils immer noch und die Liste könnte man ewig weiter fortsetzen. Meine Damen und Herren, wir haben heute zum wiederholten Male eine Sondersitzung, weil sich Schwarz-Grün einbildet, einen kleinen Teil eines Gesetzes unbedingt sofort umsetzen zu müssen, nämlich die Mehrwertsteuerbefreiung für Mund-Nasen-Schutz. Das ist übrigens etwas, das hätte man schon vor einem halben Jahr umsetzen können, da ist es Ihnen nicht eingefallen. Wir haben nächste Woche 3 Tage Plenum, da wäre das auch möglich gewesen. Aber das ist halt die Showpolitik von Schwarz-Grün. Und das Ganze noch verpackt in einem Sammelgesetz, wie wir es inzwischen von Schwarz und Grün gewohnt sind und das wir aufgrund der darin versteckten Grauslichkeiten auch ablehnen werden und auch einen Einspruch erheben werden. Jetzt klingt die Überschrift von diesem Gesetz ja sehr gut, das Geldwäschegesetz. Da muss man ja grundsätzlich dafür sein, damit man dem organisierten Verbrechen oder auch der Terrorismusfinanzierung den Kampf anzusagen. Nur was hier in Wahrheit auf den Weg gebracht wird, ist ein Gesetz, wo dann in der Privatsphäre von unbescholtenen Bürgern herumgeschnüffelt wird. Unternehmer werden ganz einfach unter Generalverdacht gestellt. Ohne richterlichen Beschluss wird dann künftig in die Kontenregister Einschau gehalten. Einfach so, ohne begründeten Verdacht. Vom inzwischen gläsernen Bürger kommen wir nun zum gläsernen Unternehmer. Und jetzt in der Krise, wo ja bereits die ÖVP alle Daten vom Finanzamt zur Wirtschaftskammer transferiert hat, unter dem Deckmantel der Subventionen, wo viele Unternehmer heute noch immer warten und aufgrund von komplizierter Bürokratie noch keinen einzigen Cent gesehen haben. Und eines steht für uns fest, Teile dieses Gesetzes sind klar verfassungswidrig. Wieder einmal, aber das ist ja natürlich der ÖVP egal. Ich persönlich bin inzwischen der Meinung, dass V in ÖVP steht für verfassungsfeindlich. Dieses Gesetz ist im Dezember vorigen Jahres bereits einmal an der notwendigen verfassungsrechtlichen Zweidrittelmehrheit gescheitert. Und ich denke, Sie, meine Damen und Herren zu Hause, wissen, wer hier leider oder welche Partei hier leider abermals umgefallen ist und heute für Schwarz-Grün wieder den Steigbügelhalter gibt. Ja, es ist die Sozialdemokratie. Die Mehrwertsteuerbefreiung auf FFP2-Masken ist auch wieder eine typische Showpolitik aller Schwarz-Grün.
auf der einen Seite die Hackler-Regelung abschaffen und dann erfindet man einen Frühstarterbonus. Das heißt, man sagt, wow, toll, ihr bekommt 60 Euro mehr im Monat auf der einen Seite und still und heimlich nimmt man auf der anderen Seite 300 Euro monatlich weg. Und dasselbe war mit dem Kostenersatz im Epidemiegesetz, den man einfach ausgehebelt hat, und Schwarz-Grün hat somit aus jenen, die in Wahrheit einen Anspruch auf einen Schadenersatz hat, zu Bittstellern degradiert. Und jetzt, meine Damen und Herren, stellt sich Schwarz-Grün hin und verkündet, was sie Tolles für die Österreicher machen. Meine Damen und Herren, diese Regierung erlässt Ihnen die Mehrwertsteuer auf ein Produkt, das Sie nur deshalb kaufen müssen, weil es Ihnen diese Regierung vorschreibt. Gratuliere. Und jetzt zu den FFP2-Masken. Es braucht sich niemand Sorgen machen, weder hier erinnern noch irgendwo draußen. Auch diesmal werden wieder Firmen mit ÖVP-Beteiligung bei der Verordnung FFP2-Masken zu tragen tatkräftig abkassieren, und es hätte mich ja auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Und weil ja hier erinnern im Plenum die ÖVP gemeinsam mit den Grünen bei dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes immer so ein Schmierenkomödien-Schauspiel veranstaltet haben, zumindest solange die Kameras dabei waren, weil da hinten draußen und da draußen war es dann eh wieder ganz anders, und dann unter Krokodilstränen erklärt haben, wie wichtig die Masken nicht seien, und uns Freiheitliche deshalb gescholten haben, weil wir eine andere Meinung hatten und auch haben. Und jetzt, meine Damen und Herren, haben Sie sich selbst entlarvt. Denn jetzt schreiben Sie die FFP2-Masken vor, weil die anderen offenbar sinnlos sind. Zusammengefasst, Sie haben ein Jahr lang alle Österreicher mit sinnlosen Stofffetzen vor dem Mund und vor der Nase gequält. Und ich muss Sie gleich wieder enttäuschen. Auch eine FFP2-Maske ist ungeeignet für die Anwendung durch Laien. Kennt jemand von Ihnen ganz zufällig das RKI, das Robert-Koch-Institut in Deutschland? Das ist jenes Institut, auf das sich die deutsche Regierung und auch oftmals die österreichische Regierung immer wieder beruft, wenn es um Maßnahmen zur Covid-Bekämpfung geht. Gehen Sie einmal dort auf die Homepage und schauen Sie unter Infektionsschutzmaßnahmen nach mit Stand 14.01.2021. Dann können Sie dort lesen, zusammengefasst, das RKI warnt vor FFP2-Masken. Ich zitiere wörtlich: Die Anwendung durch Laien sollte grundsätzlich nur nach sorgfältiger Abwägung von potenziellem Nutzen und unerwünschten Wirkungen erfolgen. Sie sollte möglichst ärztlich begleitet werden. Beim Einsatz bei Personen mit zum Beispiel eingeschränkter Lungenfunktion oder älteren Personen sind gesundheitliche Auswirkungen nicht auszuschließen. Dazu auch passend ein Artikel aus der Heute-Zeitung vom 19.01., wer sich daran erinnern kann. FFP2-Maske führte bei Wienerin fast zum Kollaps. Kunigunde Schmatzberger litt bereits kurz nach dem Aufsetzen der Gratis-FFP2-Maske der Regierung unter Kopfschmerzen, Schwindel und sogar Durchfall. Herr Minister, 19.01. in der Heute-Zeitung, können Sie googeln. Herr Minister Blümel, da würde Sie bitten, bitte richten Sie vielleicht dem Herrn Minister Anschub aus, solche Masken soll er nicht über Wisch bestellen, das ist schlecht. Und das, meine Damen und Herren, ist übrigens erst der Anfang, es geht noch munter weiter. In den Empfehlungen des BAUA, alles auf der RKI-Seite nachzulesen, zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Und jetzt kommt's. Werden FFP2-Masken nicht zur privaten Nutzung empfohlen? Und Sie machen heute und hier genau das Gegenteil. Lesen Sie das selbst nach, meine Damen und Herren, wenn Sie mir das nicht glauben. Das war übrigens nur ein ganz kleiner Auszug und ich habe noch gar nicht erwähnt, was alles in der Packungsbeilage von den Masken bzw. in den Produktbeschreibungen steht. Die Masken übrigens weiter ausgeführt sind überhaupt nur dann sinnvoll, wenn sie eng anliegen. Das heißt, beim Robert-Koch-Institut steht auch zufolge, dass wenn Sie einen Bart haben, einen Vollbart oder auch nur einen Dreitagesbart, dann ist diese Maske ziemlich unsinnig. Und am 13. Jänner hat dazu gleich der Standard getitelt
wichtige Informationen für Bartträger und Bartträgerinnen. Ist kein Scherz, Bartträgerinnen. Also bei manchen Auswüchsen des Corona-Wahns und auch des Gender-Wahns, da bin ich mir nicht sicher, ob das Virus tatsächlich nur auf die Lunge wirkt. Also, meine Damen und Herren von den Regierungsparteien, Sie müssen entweder eine Zwangsrasur für alle Österreicher verordnen oder eben jene, die einen Bart haben, brauchen keine Masken tragen. Und eines kann ich Ihnen auch mit Sicherheit sagen, ohne dass ich jetzt auf irgendeine Studie verweise oder zurückgreifen muss: Wer in einer Krise derart dilettantisch, derart schlecht, derart beratungsresistent, zerstörerisch, verfassungsfeindlich und diktatorisch agiert wie diese schwarz-grüne Regierung, der braucht sich auch nicht wundern, wenn ihm niemand mehr glaubt und die Menschen sich zu Zehntausenden auf den Straßen zu Protesten versammeln. Beenden Sie den Lockdown samt diesen unsäglichen Corona-Warnmaßnahmen.